Ja, wunderschönen guten Tag zu einer Monatsvorschau für November, die heute ein bisschen anders stattfinden wird als sonst. Das hat zu einem Grund, dass der November jetzt nicht unbedingt 520.320 neue Projekte bringen wird. Es wird neues Zeug geben, unter anderem auch mindestens zwei neue Spiele aus den Bereichen der Strategie, die relativ große Rolle einnehmen werden in den nächsten Wochen auf diesem Kanal. Zum anderen gibt es ganz normal auch weiterhin Hearts of Iron 4 und Europa Universalis 4 und vorerst auch noch Crusader Kings 3. Ich gehe jetzt mal auf alles ein bisschen ein, was mir zu diesen ganzen Spielen und diesen ganzen neuen Themen auch einfällt und den ganzen neuen Projekten und die Projekte, die jetzt aktuell natürlich noch laufen. Und dann gibt es auch noch eine Sache in eigener Sache. Das soll ich gar nicht erzählen. Dieses Deutsch ist so schlecht. Und zwar habe ich einen anderen YouTube-Kanal noch. Und ja, auf den gehe ich dann auch nochmal ein in diesem Video. Ist relativ interessant für alle, die sich da eventuell für interessieren, was ich auf diesem YouTube-Kanal mache. So, wir sehen, heute ist Samstag. Ich nehme das quasi gestern auf. Wenn ich das hochlade, wird es Sonntag sein. Sind bei 13.900 Abonnenten angelangt. Das ist eine gute Entwicklung. Ziel für dieses Jahr waren 14.000 bis 15.000. Die haben wir dann auf alle Fälle höchstwahrscheinlich erreicht. Das sind nur 2 Monate. Das heißt, die 14.000 werden auf alle Fälle fallen. Das wäre jetzt sehr komisch, würde das nicht klappen. Und da auf alle Fälle mal ein Dankeschön. Noch ein Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Wirklich großes Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Wir sind konstant in einem relativ hohen Bereich, was die Kanalmitglieder für eine Kanalgröße wie meine angeht. Da auch ein großes Dankeschön an alle, die da helfen, den Kanal zu finanzieren. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Nicht-Kanalmitglieder, die sich einfach das ganze Zeug, was ich jeden Tag hochlade, so anschauen. Immer wieder viel Unterstützung, viel Spaß. Auch Leute, die sich die Werbung anschauen, für so einen Kanal wie ich. Das bin relativ hohe Ausgaben, habe trotz allem auch mit den ganzen Programmen, Strom, Energiekosten, Arbeitszeit, das ist relativ rote Nummer, sage ich mal. Aber trotz allem Dankeschön für eure Unterstützung. Es motiviert auch immer grundsätzlich weiterzumachen, natürlich auch Kommentare. Und jeder einzelne Aufruf zählt ja bekanntlich. Was steht diesen Monat an? Crusader Kings 3 Battle Royale, Crusader Kings 3 Royal Court ist ja verschoben worden. Verschoben auf nächstes Jahr. Das bedeutet für mich jetzt im Umkehrschluss, es gibt ein Nachfolgeprojekt für Crusader Kings 3. Dieses kann nur einen Kaiser geben. Geht zu Ende. Der ein oder andere findige Kanalmitglied-Zuschauer hat es bereits festgestellt, dass es eine Nachfolgekampagne gibt mit der Tales of Ireland Mod, mit der Irland Mod. Wo ich sagen muss, das ist tatsächlich eine Mod, die das Spiel um einiges härter macht. Also das ist nicht mehr mit Crusader Kings 3 Vanilla zu vergleichen. Das Spiel ist deutlich anspruchsvoller und härter. Da kommt Crusader Kings 3 so nicht mit an diesen Schwierigkeitsgrad, den diese Mod zur Verfügung stellt, diesen Verzweiflungsgrad, den es auch mitbringt. Also muss ich sagen, hat mich echt überrascht dann auch im Laufe des Spielens und auch immer noch, ich spiele noch, wie hart diese Mod ist. Sehr unterhaltsam, sehr schönes Projekt. Könnt ihr euch als Crusader Kings 3 Fans auf alle Fälle darauf freuen. Sollte dieses Projekt länger dauern als der, andersrum, sollte es länger dauern, dass der Release des DLCs, also dass das DLC für Crusader Kings 3 erscheint, das Projekt endet, werde ich kein Nachfolgeprojekt machen. Das heißt, es ist das letzte Projekt. Sobald ich da keine Lust mehr habe auf diese Kampagne, ist Crusader Kings 3 kampagnentechnisch erstmal vorbei, weil ich jetzt einfach dann nicht mehr die Motivation finden werde können. Einzige, was ich vielleicht noch mal hin und wieder mache, ist Mod-Vorstellungen und ganz normal euch auf dem Laufenden halten, wenn es da Neuigkeiten gibt, wenn es interessante neue Infos zum nächsten DLC-Add-on gibt. Das werde ich ganz normal auch weiterhin mit beibehalten. Dann haben wir natürlich Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4, die KI-Wars gehen weiter, ganz normal. Ich habe aktuell 2 weitere aufgenommen. Von den Kampagnen sind immer relativ kurz, geht immer relativ schnell. Da sind immer Ideen immer ganz nett, wenn ihr welche haben solltet. KI Wars, das nächste ist mit der Chaos KI. Gibt es, glaube ich, auch schon für Kanalmitglieder zum Vorglubschen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also können auch Kanalmitglieder bereits wieder vorher sich anschauen, das Zeug. Solange ich das andere Zeug noch nicht fertig hochgeladen habe. Und dann geht es natürlich mit Indien weiter. Indien hat 28 Folgen. Das heißt, es kommen noch 19 Folgen. Könnt ihr euch jetzt selber durchrechnen. 4 Folgen in der Woche, heißt, wir sind im kompletten November ausgebucht. Deswegen kann ich euch da keine neue Kampagne droppen. Für Kanalmitglieder, die können dann Ende November die Augen wieder offen halten. Da kommt die Nachfolgekampagne für Indien. Es ist ja das Ding, dass natürlich No Step Back Ende November erscheint. No Step Back wird sich überschneiden mit der normalen Indien-Kampagne und der nachfolgenden Kampagne. Ich werde eine Zusatzkampagne machen. Jetzt wird es wieder kompliziert. Wieder 20 Kampagnen. Ich werde für No Step Back eine neue Kampagne starten, die diagonal nebenbei läuft mit den KI-Wars und den Indien
Das heißt, erstmalig in der Geschichte gibt es 3 vollständige Projekte zeitgleich für Hearts of Iron 4 auf dem Kanal. Gründe dafür sind: erstens, es ist ein relativ geiles Spiel, was mir viel Spaß macht. Zweitens, es ist ein neuer DLC, der 1,5 Jahre in Entwicklung war und das Spiel komplett umkrempelt. Und drittens, die Massen verlangen nach Hearts of Iron 4 Blut. Deswegen die 3 Gründe zusammengepackt und dann habt ihr den Grund, warum es dann zeitgleich 3 Projekte geben wird. Und ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Skrupel. Es gibt Playlists, wer sich das Zeug anschauen möchte, kann in die Playlist reingucken, da ist auch immer alles schön säuberlich zu sehen. Gibt auch viele, die nicht abonniert haben, einfach sich das Zeug so anschauen. Ansonsten habe ich auch weiterhin geplant, Mod-Vorstellungen zu machen, hin und wieder. Und vielleicht gibt es mir das ein oder andere Spezialprojekt. Apropos Spezialprojekt, ich habe auch weiterhin geplant, neue Spiele vorzustellen. Manchmal kommen die besser an, manchmal kommen sie schlechter an. Am Ende des Tages immer noch mein Kanal. Ich möchte immer noch das machen, was mir Spaß macht. Und da könnte dann auch mein neuer Kanal in Zukunft einen relativ interessanten Einfluss drauf nehmen. Warum? Da komme ich dann gleich zu, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch Europa Universalis 4. Ein wunderschönes Spiel. Hat jetzt gestern, vor 24 Stunden, kam mir die erste Folge mit Preußen. Also vor 48 Stunden, wenn ihr das seht. Heute ist die zweite Folge gekommen, hat jetzt auch schon über 1000 Aufrufe. Ich glaube 1100 waren es, auch wenn es hier 997 steht. Dauert immer ein bisschen, bis es auf der Hauptseite geupdatet wird. Jedenfalls, das wird auf alle Fälle, denke ich mal, 40 Folgen gehen. Das heißt, wir sind auch schon wieder fast 2-3 Monate beschäftigt. In der Zwischenzeit kommt das neue EU4 DLC, da werde ich nur eine Vorstellung von machen. Das ist ein kleinerer DLC von Afrika. Wobei ich überlege, ob ich danach eine Afrika-Kampagne mal mache. Weil ich irgendwie Lust drauf hätte. Muss man mal gucken. Afrika. Ja, auf alle Fälle gibt es da noch einen DLC, da mache ich eine Vorstellung von. Und ansonsten gibt es als neues Major-Projekt, was dann erstmal nebenbei läuft, Gates of Hell, Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront. Ein Spiel, taktisch basiert, Echtzeitstrategie, knallhart, knüppelharte Action, da jeder Fehler wird bestraft, 200.000 Mal speichern und neu laden. Das wird Call to Arms, Gates of Hell. Ein sehr schönes Spiel. Hat mich überhaupt keine Nerven gekostet bis jetzt. Ja, auf alle Fälle, das kommt neu mit rein. Wird es vielleicht auch was im Multiplayer geben mit einem anderen YouTuber? Mal gucken. Ansonsten, was wollte ich jetzt hier noch sagen? Ein Spiel hatte ich vergessen. Welches Spiel war denn das? Ah ja, Panzerkorps 2. Panzerkorps 2 geht auch weiter, bis es zu Ende ist. Und danach, nach Panzerkorps 2, kommt voraussichtlich ein entweder Hauptprojekt oder ein neues Nebenprojekt und danach kommt wieder Panzerkorps 2. Weil ich muss sagen, Panzerkorps 2 ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe 4 Upload-Slots, die ich nutzen kann, wenn ich das will. Ich kann auch einfach mal gar kein Video hochladen oder nur ein Video oder nur 2 Videos, könnte ich auch machen, aber meistens habe ich relativ viel Zeit und die Möglichkeiten, das Zeug da zu machen für. Deswegen nutze ich diese Slots so gut ich kann, so sehr ich da Lust habe. 2 Slots sollten halt immer auch irgendwo für Hearts of Iron 4, Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 reserviert sein und dann die anderen 2 Slots kann ich mal so einteilen, wie ich das möchte. So, das war es eigentlich soweit für November, was diesen Kanal betrifft. So, und jetzt gibt es dann eine Sache, die habe ich mal gestartet vor einem halben Jahr, zum Spaß, einfach mal ein bisschen so einen Trend im internationalen YouTube-Bereich mitzugehen, und zwar sind das sogenannte Timelapse-Videos. Habe ich auch schon mal auf den Kanal gemacht. Mit Crusader Kings 3 kam ganz gut an, hat auch glaube ich 2000 Aufrufe gehabt oder so. Und das ist international relativ große Sache. Den Kanal seht ihr jetzt hier hinten. Der hat in der Zwischenzeit 160 Abonnenten. Das ist sehr, sehr viel tatsächlich. Denkt ihr euch so bestimmt, hä, warum ist denn das viel? Hä, was ist denn der Sinn, Alter? Das Ding ist, dass diese Timelapse-Channels nichts weiter machen, in Anführungsstrichen nichts weiter machen, wie ein Spiel aufzuzeichnen, dieses aufgezeichnete Spiel quasi in tausendfacher Geschwindigkeit wiederzugeben, bisschen Editing, bisschen Hintergrundmusik, bisschen dies, das, und dann läuft das Ganze voll alleine und die Leute schauen sich das an oder nicht. Das Ding ist, dass ich ja jemand bin, der auch grundsätzlich immer versucht, neue Ufer zu erreichen. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich habe sehr viele Ideen. Viele Ideen kann ich zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal nicht umsetzen, weil mir die Zeit dafür fehlt. Und das kann ich hier machen, weil es mich eben in Anführungsstrichen nicht so viel aktive Zeit kostet. Da das Zeug läuft, wenn ich in der Arbeit bin, das Zeug läuft, wenn ich schlafe. Solche Timelapse-Videos laufen hinten rum. Das Ding ist natürlich, wenn ihr da Bock drauf habt und sagt, okay, ist cool, ich habe da auch so Bock auf diese Timelapse-Videos, dann könnt ihr da auch gerne einfach mal bei dem Kanal vorbeischauen und einfach mal ein Abo dalassen. Ihr müsst aber ein paar Sachen beachten. Zum einen, es gibt keine Voice-Overs, das heißt, ihr hört mich nicht. Also ich mache mal eine Ausnahme und erkläre irgendwas in dem Video. Es ist aber dann auf Englisch. Das heißt, Deutsch wird euch hier nicht weiterhelfen. Kommentare sind auf Englisch, Russisch, Chinesisch. Da müsst ihr auch darauf vorbereitet sein, dass ihr nichts checken werdet in den Kommentaren, wenn ihr keine ausländischen Sprachen könnt. Und es ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, dass das ein deutscher Kanal ist. Das ist ein internationaler Kanal, Großteil der Abonnenten.
Großteil der Zuschauer kommt aus den USA, Russland und China, was relativ interessant ist. Deutschland ist irgendwo bei Platz 7 oder 8. Das Ziel mit diesem Kanal sind erstmal die 1000 Abonnenten. Klingt jetzt erstmal alle sehr weit hergeholt, aber wenn man sich die Aufrufe anschaut, der Videos, die ich in den letzten 5 Tagen hochgeladen habe, es gibt jeden Tag ein Video, man sieht auch schon, wir haben immer, außer einmal, mindestens 1000 Aufrufe und hier einmal sogar 6000 Aufrufe vor 2 Tagen. Und wenn wir jetzt mal gucken, beliebteste Videos, sehen wir 20.000 Aufrufe vor 2 Wochen, das Video vor 5 Monaten 19.000 Aufrufe, 7.000, 5.000, 5.000 vor einer Woche, 11.000 vor einer Woche. Man kann mit solchen Kanälen sehr viele Aufrufe generieren. Das hängt einfach daran, weil es halt interessant ist. Man muss halt interessantes Zeug machen. Ich habe auch festgestellt, dass Videos mit benutzerdefinierten Thumbnails, also ich habe hier einfach mal Thumbnails selber gemacht, nicht so gut ankommen, wie wenn du einfach ein random Bild nimmst. So, die Leute gucken nicht unbedingt aufs Thumbnail, die gucken mehr auf das, was passiert in dem Video. Was relativ interessant ist eigentlich, weil normalerweise die Leute immer viel auf Thumbnails gucken, vor allem im deutschen Bereich sind Thumbnails sehr wichtig, aber bei Timelapses nicht. Jedenfalls, Ziel ist erstmal 1000 Abonnenten. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn man auf Videos klickt, sieht man Werbung. Diese Werbung gehört aber YouTube komplett, 100%. Ich verdiene keinen einzigen Cent an Werbung auf diesem Kanal. Obwohl dieser Kanal in der Zwischenzeit, das ist richtig traurig, aber kann auch so ehrlich sein. Der Kanal hat Stand heute in 48 Stunden mehr Aufrufe, als mein Hauptkanal in all diese Zeit jemals hatte an Gesamtaufrufen in 48 Stunden. Mein anderer Kanal hatte in 48 Stunden knapp 34.000 Aufrufe. Das war Bestleistung bei Crusader Kings 3 Zeiten. Das ist eine super Leistung für einen Kanal mit 10.000 Abonnenten. Dass du da fast 35.000 Aufrufe hast. Jetzt hast du hier einen Kanal mit 100 Abonnenten und hast dann auch 35.000 Aufrufe. Tendenz steigend. Also ich rede hier von klar steigend. Wir waren gestern zum Beispiel vor 12 Stunden waren wir bei 29.000. Jetzt sind wir bei 35.000. Die Tendenz zeigt weiter nach oben. Ziel deswegen 1000 Abonnenten darum, weil ich dann zum Beispiel auch den Kanal nutzen könnte, um weiter auch mit die Kosten zu finanzieren, zum Beispiel auch für diesen Kanal. Und das ist die Langzeitplanung, um eben das Problem, was ich auch auf meinem anderen Kanal habe, dass ich sehr wenig Zeit habe, auch Livestreams zu machen etc. Und das Ziel, was ich jetzt aktuell habe, Ziele können sich ändern, das Ziel, was ich jetzt aktuell habe, ist diesen Kanal so weit aufzubauen, dass ich auf alle Fälle die 1000 Abonnenten schaffe und dass dieser Kanal. Man weiß nicht, wo es hinläuft. Ich bin jemand, der hat sehr gute Ideen, der auch häufig die Massen gerne trifft mit seinen Ideen. Ansonsten hätte ich nicht mit einem Kanal von 100 Abonnenten dann Videos, die nach ein paar Wochen dann 20.000, 30.000 Aufrufe haben oder 10.000, 20.000 Aufrufe. Wie gesagt, das Video war vor 6 Monaten. Ist auch eine relativ lustige Story eigentlich. Der Kanal war die ersten 6 Monate wirklich 6 Monate nichts. Verständlich, ja. Man kann nicht einfach Erfolg von 0 auf 100 bekommen. Ich habe das quasi mal 2 Wochen gemacht, habe da so 20 Videos hochgeladen und habe es dann wieder sein lassen, weil einfach keiner drauf geklickt hat. Dann kam die Ankündigung für House of Dragons von Game of Thrones und ich habe mal eine Battle Royale Mod gemacht für Game of Thrones. Das ist dieses Video hier. Sehen wir jetzt auch schon Werbung von YouTube für YouTube. Das ist Geld, was hier reinläuft, kriegt YouTube. Können wir uns mal die Analysen anschauen. Und dann seht ihr auch gleich, was ich meine. Wir sehen hier nämlich ganz klar da das Video bei Release. April war es, ist eigentlich nichts gelaufen, ne? Hier nur wieder mal ein paar Aufrufe und hier irgendwann kam House of Dragons um den Dreh und dann ging es hoch, ne? Dann ging es nach oben und dieses eine Video hat den kompletten Kanal hochgepusht, weil dadurch hat YouTube dann gecheckt, was das für ein Kanal ist, ne? Das sind manchmal so kleine Dinge, die das Ganze beeinflussen. Jetzt zeige ich euch mal die ganzen Statistiken hier, die wir zum Beispiel sehen. Hier, wir haben aktuell das neueste Video. Alle Major Nationen in Hearts of Iron 4 sind massiv geboostet, hat 1500 Aufrufe in 24 Stunden. Das ist sehr gut eigentlich. Ihr seht auch, wir haben ein Ranking nach Aufrufen. Die letzten 10 Videos ist es ganz klar auf Platz 1. Mal gucken, was die Analytics an. Das ist nicht eigentlich 36.000 in der Zwischenzeit schon. Also die Zahl geht hier relativ stark nach oben. Ihr seht das hier, wir waren am. Was sind wir denn hier? 12. Oktober. Also vor 18 Tagen hatten wir 526 Aufrufe an einem Tag und seitdem geht das Ganze stetig nach oben und vor allem hier 7.000, 8.000, dann ging es wieder einen Tag nach unten und dann hoch, 19.000 waren es gestern. Heute werden wir wahrscheinlich noch höher landen und Sonntag dann wahrscheinlich noch höher, deswegen denke ich mal, wir werden sogar auf 40.000 Aufrufe kommen. Das ist sehr, sehr viele Aufrufe sind das und solange wir nicht diese 1000 Abonnenten haben, ja, können wir auch nicht monetarisieren. Das heißt, YouTube kreise ich das gesamte Geld. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ja, YouTube kriegt das ganze Geld. Ich kriege nichts. Ich mache die Arbeit. Ich habe die Ideen. Ich habe den Content. Und YouTube kriegt das Geld. Ist für mich scheiße.
Plan langfristig ist, lange Rede, kurzer Sinn, langfristiger Plan, diesen Kanal monetarisieren, Aufrufe gleiches Niveau oder vielleicht höher. Ich habe gesehen, manche Kanäle, die schlechtere Ideen haben wie ich, schaffen da um die 40, 50, 60.000 Aufrufe am Tag mit diesen Videos. Das würde bedeuten, dass ich das rein theoretisch komplett Vollzeit machen könnte. Und das würde auch dem anderen Kanal helfen, weil ich dann mit dem anderen Kanal würde ich natürlich nicht stehen lassen. Das ist auch viel zu, der Kanal ist auch viel zu viel wert und läuft viel zu gut auch trotz allem noch. Ich würde es kombinieren, den Kanal einfach nebenbei laufen lassen, so wie ich es jetzt auch mache, und den anderen Kanal dann quasi Vollzeit betreiben, nebenbei mit dazu. Das würde dann bedeuten, mehr Livestreams, besseren Content, weil ich die Videos anders machen könnte, weil ich nicht mehr darauf angewiesen wäre, dass ich da jeden Tag 4 Videos hochlade. Ich könnte auch einfach mal jeden Tag nur noch ein Video hochladen, dafür die Videos schneiden, editieren, quasi eine H2N4-Kampagne statt 20 Folgen nur noch 5 Folgen oder irgend sowas. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber dafür muss man den Kanal erstmal hochbekommen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und einfach nur euch Videos anschauen wollt, wo einfach eine Timelapse läuft im Hintergrund mit schöner Musik, ja. World War 3. Ups, ich spoilere jetzt hier natürlich, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann schaut euch das gerne selber an. Wer da Bock drauf hat. Wir machen nicht nur H2N4, ich mache manchmal auch Crusader Kings 3. Wenn ich da Bock drauf habe. Oder ganz selten auch sowas wie Stellaris. Das kommt immer darauf an, wie ich Lust und Laune habe. Ansonsten Victoria 3 könnte auch mal mit reinrutschen in Zukunft, was das Ganze angeht. Die Videos sind auch immer eigentlich in 4K. Also höchster Qualität. Und dann schaue auch immer, dass ich da wirklich ideentechnisch immer sehr gut mit dabei bin. Ist auch immer relativ cooles Zeug mit dabei. Hier zum Beispiel jede Nation ein Kontinent. Dann haben wir alle meiner Nationen sind massiv gebufft. Every State Independent Mods. Na, ist relativ cooler Shit, der mit dabei ist. So. Ansonsten war es das von mir. Gucken wir mal, die 1000 Abonnenten knacken. Wie gesagt, vielleicht abonniert ihr auch mal, schaut mit vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn wir die Abonnenten ein bisschen pushen könnten. Ist aber kein Muss. Wie gesagt, das läuft nebenbei. Aber wenn dieser Kanal wirklich jemals den Durchbruch richtig schaffen sollte, 1000 Abonnenten am Tag, 20, 30.000 Aufrufe, dann wird das Ganze auch positive Auswirkungen auf den Kanal Gaming-Krabbe haben. So, ich habe jetzt, glaube ich, wieder eine Stunde gelabert. Ich bin auf alle Fälle raus für heute. Ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Tatsächlich, ich bin sehr gespannt, wie das mit diesem Kanal hier weitergeht. Natürlich auch ganz normal mit einem anderen Kanal. Das wird zwar ein relativ lascher Monat, erstmal was die neuen DLCs angeht. Weil wir erst bis Ende November warten müssen mit No Step Back. Und Crusader Kings 3 hat uns ja leider in den Stich gelassen. Aber ich finde es ja nicht schlimm. Hauptsache, dass da ordentliches Zeug bei rauskommt am Ende. Bin trotzdem sehr gespannt. Wird ein sehr, sehr geiler Monat für mich. Ein sehr interessanter Monat auch, weil viele, viele Wege sich entscheiden werden, wo sie hingehen. Und was die Zukunft bringt langfristig. Das wird sehr interessant. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.